Also ich mache jetzt unsere Rolle vom Spiel. Nehmen wir den professionellen Kommentar. Oh, welche ich mal bei der Basis kaputt mache. Mit Kaninchen wahrscheinlich auch. Irgendwas zum Lachen. Du hast ein Easter Egg gefunden. Oh, nehmen wir den feierlichen Schrei. Auch scheiße, auch wenn wir keine Glühbirne mehr haben. Oh, das war's mit den Glühbirnen. Das wird jetzt nicht unser bestes Video sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf jeden Fall können wir jetzt mehr zusammenbasteln. Sprachverstärker. Nee. Nehme ich das hier? Und das da? Nee. Und das hier noch? Und noch das. Inhalt hat einen neuen Rekord. Hey Vito, ich schreibe dir im Auftrag meiner Firma Nintendo. Wir haben deine Videos gesehen und würden dich bitten, ein Duo-Video von unserem neuesten Spiel Caesar's Fashion für Nintendo DSS zu machen. Du bekommst das Spiel in ein paar Stunden nach Hause geliefert. Was hältst du davon? Ich habe aber leider keine Nintendo DSS, aber ich akzeptiere das trotzdem mal. Ich gucke nochmal ganz schnell. Verdammt. Na gut, dann rede ich jetzt erstmal mit ihr. Bis zum 18. Juli, wir haben 6 Tage Zeit. Die Frage ist nämlich gerade die folgende. Wie teuer ist das denn? Vielleicht können wir es mir auch kaufen und das Video dann vormachen, wenn wir da 400 Dollar für kriegen. Dafür, dass wir dieses eine Video machen, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. Ups. Hier ist schon mein Tisch fast abgeräumt. Ja, also. Essen ist wichtig. Sollte man niemals vergessen. Ich habe noch gleich eine Limbe hinterher. Hier, Essen. Hey Kleiner, ich bin der Straßenverkäufer, verkaufe Videospiele. Ich habe ein Angebot und ich bin mir sicher, dass du da nicht widerstehen kannst. Ein gutes Spiel für 70 Dollar. Ich passe. So. Jetzt gehe ich nochmal schnell schlafen. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da läuft's. Haben wir Kamin? Boah, das ist geil. So, jetzt gehe ich noch kurz für den Einkaufen checken. Konsolen. Nintendo DSS. 189 Euro. Das sollten wir aber auch gleich zusammen haben. Reden wir einfach mit ihr weiter. Reden und machen ein gemeinsames Projekt aufnehmen. Das hier. Blablabla. Nein, das wird Nummer. Nummer 2 soll das werden. Ach, whatever. Ich hab wollte gerade auf meinen Fernseher, aber keine Ahnung, was ich da ich glaube, ich muss mal die niedrigen Karten austauschen. Das ist das Spiel mit, unter einer Minute mit 3 Einheiten gewonnen. Feierlicher Schrei. Wunderbar. Und auch hier machen wir den lustigen Kommentar. Ja. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Fröhliche Äußerung. Hier sollen wir total ausrasten. Machen wir einen sinnlosen Kommentar.
verstecktes Item gefunden. Singender Kommentar. So. Was haben wir hier? Musik-Outro. So, jetzt ist mir alles hier zusammengeschnitten. Packen wir dann das hier so mit rein. Die kenne ich auch nicht. Immer diese Groupies. Nehmen wir 2x10. Und rennen dann das Ding weg. Ja, wieder 2 neue Rekorde. So muss es sein. Nur so können wir Fortschritt erzielen. Oh, schon wieder Partys. Alter, das wird ja immer krasser mit den Glühbirnen. Einkaufen, jetzt müssen wir schnell nochmal die SK. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Dann reden wir nochmal mit Crystal. Noch mehr reden. Dann reden wir noch mehr. Oh, können wir jetzt noch mehr machen? Auf wieder mit einem Geschenk. Was für ein Geschenk. Was auch immer für ein Geschenk. Wobei das Video ist gleich hochgenommen. Zack. Tada! Einkaufen. Wir brauchen die DESS. Kaufen. Her damit. Wie wird hier eigentlich die nächste Wohnung aussehen, was wir gerne kaufen könnten? Dein Zuhause. Ein Luxus-Apartment. 950 monatliche Kosten. Wahnsinn. Internetanschluss 16 MB pro Sekunde und 3 Arbeitsplätze. Ist auch interessant. Egal, wo ist die DES? Was denn? Was ist DES? DESS? Nein! Abbrechen! Ich muss ein Tool damit machen. Also so langsam muss man schon aufpassen, was man macht. Nicht, dass man das Falsche macht und sich irgendwelche tollen Sachen entgehen lässt. Also ich starte die Aufnahme. Na komm, gebe ich dir dann trotzdem eine Begrüßung. Ein Affe. Ich will nicht schon wieder einen Nine-Cat machen. Da sehen wir einen Kommentar. Hier drüben der ernste Kommentar. Wieder der Affe. Du befragst deine besten Freunde über das Leben. Bess? Eine fröhliche Äußerung. Wir haben ein tolles Leben. Hier machen wir einen sarkastischen Kommentar. Seit Tagen im 506. Level. Jetzt gehen wir die beiläufige Kritik. Und hier können wir den Abspann bringen. Ich war doch gerade dabei. Scheiße. Da waren wir etwas zu langsam. Da waren wir etwas so langsam und unser Studio war damit nicht wirklich zufrieden. Oder nicht das Studio. Die Leute, die es haben wollten. Die uns das geschenkt haben.
Wieder zwei neue Rekorde. Wunderbest. So, ich guck mal eben schnell in die Karten rein. Ja, hier ganz viele neue Sachen. Karten-Intro. Ich will mal sowas wie die winkende Begrüßung rausnehmen. Ah, es gibt aber vier Sachen, dass wir dann von einfach von jedem. Wir haben Lachen. Nachdenklich. Jetzt müssen wir noch was Ausrastendes machen. Ah, wir haben nur eine ausrastende. Die total ernste Begrüßung hier. Scheiße. Oh, hier gerechnet, das haben wir auch nur. Dann machen wir Intro noch mit Logo. Gucken wir hier mehr nach. Oh, scheiße. Nehmen wir den wütenden Kommentar. Und Hauptteil des Spiels. Haben wir. Dreimal fröhlich. Eins, zwei, drei. Dreimal fröhlich. Zweimal böse. Und dreimal. Ja, aber auch hier wieder. Ich will keine urhebergerechten. Urhebergeschützten Sachen will ich nicht haben. Das ist scheiße. Was nehmen wir denn da rein? Nehmen wir den wütenden Schreier. Ach, wir haben hier schon alles. Dann lassen wir das einfach erstmal so. Karten-Outro. Böse, gut, nachdenklich, böse, fröhlich. Na gut, lassen wir es erstmal so. Meist gesehen, 2,5. Oh, was? 2,5 Millionen Aufrufe inzwischen. Ich werde ja verrückt. Schlafen gehen. Ich will auch gleich mal, nachdem wir geschlafen haben, mal ein bisschen nach Innenausstattung gucken. Jetzt. Das ist direkt um die Ecke heute. Ich weiß es nicht. Nur mit dem Einkauf. Bei Idea will ich einkaufen gehen. Oh, das liegt ziemlich lange. Was wir hier alles kaufen können. Geiler Scheiß. Eine Lavalampe, Wäschekorb, roten Teppich, Regal Mario. Irgendwo habe ich hier gerade so tolle Samurai-Schwerter gesehen. Das will ich unbedingt haben. Ja, Katana, zack. Das finde ich mal lustig. Brettspiele haben wir hier. Ein Trophäe haben wir. Ein Creeper. Creeper. Statue Link, ja, wir sind Gamer, das passt zu uns. Und Kerzen für die Romantik. Nee, das reicht uns erstmal. Kaufen. Dann den Computer reparieren. Ist hier die Info? Ja. Reparieren. Cool, das hängt an der Wand. Und die Linkstatue, wo geht die hin? Ach, die steht da oben. Wir können uns das ganze Zimmer vollballern aus. Interessant. Essen wir hier mal ein bisschen was. Nimm den Hotdog. Was ist hier gerade so frisch neu rausgekommen? Juli. Holy Chainsaw. Honey PSP, Play Studios, Nintendo. Gibt's auch immer mal für den Dall-PC? Ey, was ist das für eine Scheiße?
Ja, nehmen wir dann hier mit ihr was auf. Jesus, Fashion ist immer noch krass angesagt. Ich glaube, Caesars Fashion ist die Nummer 2. Zack, machen wir es so. Boah, da läuft das auch richtig gut. Was ist denn mit Rüstung? So was haben wir wieder nicht. Was fröhlich ist. Ja, der singende Kommentar. Nehmen wir den singenden Kommentar. Damit kommen wir auf jeden Fall voran. Ja, bringt mir gar nichts. Nehmen wir den wütenden Kommentar. Damit wir irgendwas sagen. Feierlicher Schrei. Und dann machen wir den sinnlosen Kommentar. Und eine lustige Kritik. Und keine Ahnung was. 2 Punkte, nehmen wir den Abspann. Ja. Hab auch nichts gemacht. Was haben wir denn hier? Na okay. Machen wir erstmal so weiter. Wo du bist. Dann machen wir hier einfach 10. 7. Und 11. Ich habe dein soziales Netzwerkkonto gehackt. Wenn du es wieder haben möchtest, musst du 30 Dollar an mich bezahlen. Ah. Auf keinen Fall. Ich habe doch kein soziales Netzwerk. Oh, hier geht es gerade richtig ab. Besorge dir ein paar Abonnenten oder Freunde, die mit dir zusammen ein Video aufnehmen. Ein Gast da. Finde ich auch geil. Schlafen. Puh, ich will mich nicht immer unter mir unterhalten. Was haben wir hier? YouTuber bist. Das sind ganz ein Hater-Kommentare. Die sind nur neidisch. Ich habe in diesem Video knacken Das wäre dann zauberhaft. So, jetzt will ich aber nochmal kurz einkaufen gehen. Will man nämlich nach dem nächsten Aufnahmeprogramm gucken. Damit wir doch alle 8 Spuren wieder reinkriegen. Wo müssen wir gucken? PC World. Software. Aber da haben wir noch gar keine neue Software. Das ist ja traurig. Was haben wir denn hier sonst Neues? Die Maus. Boah, das sieht geil aus. Ist halt ziemlich teuer. Und auch dieses Gehäuse. Ja, schon was Feines. Also auch nochmal nach dem Smartphone gucken. Irgendwann hieß es ja Smartphone. Smartphone. Können wir ein Smartphone kriegen? Amazon on? Nö. Das ist das Neueste, was gerade rausgekommen ist. Caribbean Bubble. Ein Rennspiel. Caribbean Bubble. Regalgolf. Scheiß drauf, ich nehme. Superfood. Gibt's nichts Neues? Für mich zumindest nicht. Clothing Shop. Ja, da folge ich mir ja mal. Ich will eigentlich so ein... Hier wurde gerade was für Dull-PC veröffentlicht. Muss ich auch nochmal reinschauen. Ich wollte ja so ein Smoking haben, ne? Ich hätte ja gerade nicht genug Geld. Muss sparen erstmal.
Wow, richtig viele neue Brillen. Hüte. Gibt's hier, warum gibt es hier keinen Zylinder? Ich würde nicht Zylinder gerne mit tragen. Das sieht bestimmt lustig aus. Naja, egal. Jetzt wollte ich hier nochmal schnell Armanzing on. Irgendein neues Spiel veröffentlicht. Für Dial-PC. Heute, am 27. Juli. Oder muss ich den Computer, oder muss ich nochmal neu angucken? Das ist das neue Spiel. Wo ist es? Stand auch gerade unten als Nachricht. Für Dial-PC. Ne, das hat nur 2 Sterne, das will ich nicht spielen. Es kann aber unterhaltsam sein. Ne, wir haben jetzt einfach gerade das andere Spiel gekauft, dann spielen wir das erstmal. Aber wir müssen viel was essen. Traut meiner Firma Nintendo, wenn ihr das Video gesehen würdet, ich bin ein Dual-Spiel von unserem neuesten Spiel kommen und nicht Sushi. Das können wir machen. Da sind wir erstmal für. Dann stellen wir uns ja schon mal hin. Von dem 3. August, auch das schaffen wir. Da ist es nämlich. Und dann machen wir hier mit ihr zusammen ein Gemeinschaftsprojekt. Nämlich das neue Kommunist Sushi. Kommunist Sushi. Sushi. Nee. Sushi. Entschuldigung. Das musste sein. Oh, wir haben hier 3 Millionen Aufrufe geknackt. 3 Millionen Aufrufe. Da träume ich ja immer noch von. Das wäre schon nicht schlecht. 3 Millionen Aufrufe. Nehme ich liebend gern. Zack, wütende Kritik. Oh Gott, jetzt können wir schon neue Videos machen. Oder 9 Frames, Parts. Was auch immer. Ein verstecktes Item. Frühliche Äußerung. Ich soll zornig sein. Das könnte gut sein. Machen wir hier den Singen-Kommentar. Ach scheiße, hier müssen wir einen kurzen Kommentar geben. Und hier können wir nur wegen einer Verabschiedung machen. Wieder bearbeitet werden. So, das muss ganz zu Ende. Das muss hier oben hin. Tja, mehr kann ich da wohl nicht machen. Das hier. Das. Und das. Dann haben wir einen neuen Rekord im Inhalt. Das werden wir auch einfach mal so hochladen. Damit die Aufgabe von dem Pommes Sushi schon gleich gemacht. Ja. Dann gehen wir jetzt mal schnell schlafen. Und mit dem Schlaf in den nächsten Tag werde ich diese Aufnahme hier auch mal heute wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Insofern fasse ich mich kurz und sage einfach Tschüss und viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Auf Wiedersehen!